Haustiere bringen uns viel Freude und Glück. Nun, und Kopfschmerzen natürlich, weil sie nicht immer das tun, was wir wollen. Diese 10 realen Geschichten beweisen, dass das Leben mit Haustieren nicht langweilig sein kann. Niemals. Ich glaube, die letzte Geschichte zeigt, wie jeder Halter mit seinem Haustier umgehen soll. Buchstäblich jeder. Zehn Geschichten über ein hartes, aber lustiges Zusammenleben mit Haustieren. Geschichte Nummer 1. Katzen sind seltsam. Okay, aber das hier? Ich stehe vor meiner Frau auf und unsere Katze folgt mir schläfrig ins Badezimmer, wo ihre Toilette ist. Hier sitzen wir zusammen und dann merke ich, dass sie simuliert. Sie tut nur so, als würde sie ihr Geschäft verrichten. Wahrscheinlich geht sie nach mir nochmal aufs Klo. Warum um alles in der Welt sollte sie das tun? Nur sie weiß es. Geschichte Nummer 2. Meine Katze versteckt ihre Kätzchen immer sehr gut. Aber wenn ich mich nicht beeile, ihr das Futter zu geben, bringt sie alle nacheinander und setzt sie mir vor die Augen. Als ob sie sagen würde, ich bin eine Mutter und du gibst mir nichts zu essen. Schäm dich. Geschichte Nummer 3. Wir haben ein separates Bad und Toilette, aber unter dem Bad ist ein Loch in der Zwischenwand. Vor nicht allzu langer Zeit nahm mir ein Kätzchen auf und dies begann, sich durch dieses Loch zur Toilette zu quetschen. Es hat immer noch Angst vor Wasser im Waschbecken und im Bad, aber die Toilette ist sein Lieblingsplatz. Jetzt ist es erwachsen und passt nicht mehr in das Loch. Also geht es in die Küche, wirft seine Wasserschale um und springt direkt in die Lache. Geschichte Nummer 4. Ich hasse meinen Papagei. Wenn ich in einem anderen Raum bin, imitiert er den Klingelton meines Telefons. Ich renne los, um es zu holen und es gibt keinen Anruf. Aber wenn ich es einfach ignoriere, gibt es Dutzende von verpassten Anrufen. Das Ändern des Klingeltons hilft höchstens für ein paar Tage und ich spreche jetzt lieber nicht von Alarm, gefiederter Bastard. Geschichte Nummer 5. Ich habe einen Hund, einen Pekinesen. Wenn sie etwas falsch gemacht hat, wie um Essen betteln oder den Katzen das Futter klauen, mache ich ein ernstes Gesicht und sage, Phänomena, meine Geliebte, so sind deine Manieren? Du bist eine Schande für den Namen deiner Mutter. Wenn sie das hört, sieht sie wirklich schuldbewusst aus und versteckt sich für lange Zeit mit dem Schwanz zwischen den Beinen. Geschichte Nummer 6. Ich ging mit meinem großen Feigling eines Labradors ohne Leine spazieren und da kam dieser Typ mit seinem winzigen Zwerchspitz. Ich rufe meinen Hund und bitte den Kerl, seinen in die Hände zu nehmen, damit er keine Angst bekommt. Er sagt, es ist okay. Also stehe ich da und beobachte, wie mein Labrador den Zwerchspitz beschnuppert, während dieser ihn mit Ehrfurcht betrachtet. Und dann niest er. Mein riesiger Hund eilt vor Schreck zum nächsten Block. Der Kerl lacht uns aus und ich laufe meinem Haustier beschämt hinterher. Geschichte Nummer 7. Eines Tages öffnete ich eine Flasche Bier und der Verschluss flog versehentlich direkt zu meiner Katze. Am Morgen fand ich meine Schuhe voller Pisse und derselbe Flaschenverschluss lag neben ihnen. Zuerst lachte ich und dann wurde mir alles klar. Geschichte Nummer 8. Meine Tigerkatze versucht seit jeher, unseren Kater loszuwerden. Ihren letzten Versuch unternahm sie, als ich mein Abendessen in der Küche mit den Katzen neben mir einnahm. Ich musste das Zimmer für eine Weile verlassen und nach ein paar Minuten lief meine Katze zu mir und rief mich zurück. Ich kam und sah, wie der Kater von meinem Teller aß, der auf dem Boden lag. Ich habe mich zuerst bei meiner Katze für ihre Wachsamkeit bedankt, aber dann erfuhr ich, dass sie es war, die den Teller zuerst umkippte und dann hinter mir herlief. Woher weiß ich das? Meine Freundin saß da und lachte. Geschichte Nummer 9. Ich habe ein Haustier. Sein Name ist George und er ist eine Gans.
Als Kind lebte ich auf einem Bauernhof, wo meine Oma einige Vögel und Tiere hatte. Eines Tages wollte sie eine Gans töten. Aber er kam zu mir und bettelte inständig um Schutz. Ich habe ihn nicht verraten und von da an ist er mir überall hin gefolgt. Wir haben den Hof nach einiger Zeit verkauft, um 2 Wohnungen in der Stadt zu kaufen. Und jetzt lebt meine Mutter mit meiner Oma und ich habe seitdem immer mit George zusammen gewohnt. Hast du schon mal einen Kerl gesehen, der seit 18 Jahren mit einer Gans zusammenlebt? Das bin ich. Geschichte Nummer 10. Wir leben in einem Gebäude mit sehr dünnen Wänden und man kann fast alles hören. Letztes Jahr zog ein Mädchen von etwa 17 oder 19 Jahren in die Wohnung nebenan. Und jeden Tag, mehrmals am Tag das ganze Jahr über, hat sie so mit ihrer Katze gesprochen. Miezi, gibt es noch eine andere Katze, die so brav ist wie du? Sag mir, wie kannst du nur so wundervoll sein? Mensch, ich liebe dich so sehr. Das tue ich wirklich.